Nach der Schule stellt sich für alle Jugendlichen im Nordwesten dieselbe Frage. Was mache ich nun mit meinem Schulabschluss? Einige wissen es schon ganz genau, andere probieren noch aus. Also ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Momentan tendiere ich zur Humanmedizin, weil ich das ziemlich interessant finde. Ich will später Informatik studieren, da mich Computer halt sehr interessieren und ich in der Vergangenheit auch schon viel Erfahrung mit Computern gemacht habe. Also ich weiß noch nicht so genau, was ich werden möchte. Aber ich, irgendwie was Internationales finde ich gut, weil ich gehe jetzt auch ein Jahr ins Ausland. Und das finde ich auch sehr interessant. Und ich habe ein Praktikum bei der Polizei gemacht und das hat mir auch sehr gefallen. Also Polizei finde ich auch wirklich interessant. Und wenn das alles nichts wird, dann finde ich noch sehr interessant irgendwas mit so Sonderpädagogik oder so. Bei der Studienwahl griff am Freitag die Uni Oldenburg den Schülern ein wenig unter die Arme. Beim Hochschulinformationstag konnte man sich direkt mit Studenten unterhalten. Die Fächer stellen sich hier einzeln vor, weil die Schülerinnen und Schüler dann die Informationen aus erster Hand bekommen und auch Fragen stellen können und nicht nur schriftliche Informationen mit nach Hause nehmen. Simon Wiebold studiert an der Karl-von-Ossietzky-Universität Chemie. Auch er stellt seinen Studiengang den Schülern beim Infotag vor. Im Fachbereich Chemie erwartet sie einmal sehr viel Laborarbeit, auch sehr viel Theorie, aber auch, ich würde mal sagen, sehr viel Freude am Arbeiten mit anderen Menschen zusammen, weil man sehr viel Zeit mit anderen Kommilitonen verbringt im Labor zusammen und dabei das eine oder andere erlebt. Für meinen Studiengang spricht, dass man damit in viele Fachbereiche gehen kann, dass man nachher einen Master hinterher machen kann, sich also spezialisieren kann und dass man trotzdem im Bereich Wirtschaftswissenschaften halt viel verschiedene Sachen kennenlernt. Einige Fächer sind wohl doch nicht so trocken, wie man denkt. Andere vielleicht viel trockener, als man glaubt. Für einen ersten Eindruck konnten die Schüler auch gleich ein wenig Hörsaalluft schnuppern, um sich in den Alltag eines Studenten ein wenig einzufühlen. Wo es die zukünftigen Bachelor und Master so hinzieht, steht aber noch nicht fest. Ich war eben beim Vortrag von der Human Medical School und da hat die Dame uns das ziemlich genau erläutert, wie das funktioniert, was gemacht wird und das war eigentlich ziemlich interessant. So, es war halt, dass man auch nach Groningen geht, das Angebot fand ich auch ziemlich gut und deshalb, also ich fand es interessant, ich weiß aber noch nicht, ob ich hier in Oldenburg studieren werde. Also eher nicht. Ich möchte eigentlich aus Oldenburg weg, weil ich aber was anderes sehen möchte einfach. Vielleicht ins Ausland oder vielleicht irgendwo anders in Deutschland. Für die zukünftigen Studenten hat die angehende Wirtschafts- und Rechtswissenschaftlerin Maike Hackmann noch einen Tipp. Eigentlich kann man sich nicht auf alles vorbereiten. Man sollte einfach mal anfangen, sich sofort überall ein bisschen engagieren, ein bisschen gucken, was vielleicht auch wichtig für einen selber ist und vielleicht am Anfang auch mal in die Prüfungsordnung reingucken und nicht erst, wenn es zu spät ist. Studieren oder doch lieber eine Ausbildung? Und wenn studieren, dann was? Viele Schüler sind der Antwort auf diese Fragen heute sicher ein wenig näher gekommen.